Ja, guten Morgen, meine Lieben. Ich mache auch mal wieder ein Video. Entschuldigt bitte mein Aussehen. Heute ist Gammelsonntag. Nein, meine komplette Familie ist nicht gestorben, aber ich traue mich auch ohne Schminke, mich vor die Kamera zu setzen. Und ich gehe auch im täglichen Leben ohne Schminke raus. Also ich habe damit absolut keine Probleme. Und außerdem wollte ich euch nach 3 Wochen ein Update geben zu der Dr. Hauschka-Pflege. Ich benutze das jetzt nun schon wieder seit 3 Wochen und stelle meine Haut wieder auf Dr. Hauschka um. Und um euch die Auswirkungen dessen zu zeigen, dachte ich mir, es ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn ich mich jetzt ungeschminkt vor die Kamera setze. Ja, ich benutze die Präparate regelmäßig. Ich habe zwischenzeitlich mal immer wieder Pause gemacht. Was kann ich zu Dr. Hauschka jetzt nach 3 Wochen Zurückführung meiner Haut sagen? Sie sieht auf jeden Fall weniger gerötet aus. Beachtet bitte diesen Pickel nicht. Der war schon vorher da. Ja, das ist keine Auswirkung von Dr. Hauschka. Ich kann euch das ja mal zeigen. Probenpackung, ne? Ja, immer noch dasselbe. Wie ihr seht, ist die Gesichtswaschcreme super benutzt. Ist kaum noch was drin. Das Tonikum für normale Haut ist auch schon so gut wie leer. Und meine Rosencreme verabschiedet sich mittlerweile auch schon. Ja. Nur von den 3 anderen Sachen habe ich noch. Ich muss sagen, ich komme ohne Dr. Hauschka nicht mehr aus. Also ich habe jetzt schon wirklich so gut wie alles probiert, um meine Haut zu verbessern. Ich habe Garnier probiert, ich habe Clairasil probiert, oh Hölle. Ich war beim Hautarzt gewesen, ich habe mir teure Schälkuren verschreiben lassen, UV-Bestrahlung und weiß der Geier nicht was alles. Und es hat alles nichts gebracht. Ich habe mir ja sogar teure Produkte aus den USA bestellt, hier von dieser Werbesendung Proactive Aktiv, habe das 2 Jahre benutzt, hat auch nichts gebracht. Ich habe wirklich alles probiert und bin durch Zufall auf Dr. Hauschka gestoßen vor 2 Jahren und habe dazwischen mal eine halbjährige Pause gemacht, wo meine Haut total gestreikt hat und habe es jetzt wieder angefangen zu benutzen. Und ich muss sagen, ich bin zum eindeutigen, endgültigen Schluss gekommen. Leider zum Pech meiner Brieftasche, dass ich bei Dr. Hauschka bleibe. Weil meine Haut einfach, sie verträgt es einfach am besten. Ich komme damit am besten klar und weiß nicht. Also ich bleibe bei Dr. Hauschka. Ich weiß jetzt nicht, wie sich das jetzt in den nächsten Wochen, Monaten, halben Jahr entwickeln wird. Ich hoffe, dass es dabei bleibt und noch besser wird und dass dieses Ding hier verschwindet. Ich habe als Probe auch die Hautberuhigungsmaske von Dr. Hauschka bekommen, als Probe. Ich habe das jetzt einmal verwendet. Wie ihr seht, ist es schon offen. Man kann es nochmal für eine 2. Anwendung benutzen. Ich finde es wirklich großartig. Also ich bin so ein Mensch, ich spüle das nach 20 Minuten nicht runter. Ich mache das abends nach der Reinigung, nach dem Tonikum drauf und lasse das über Nacht wirklich drauf. Und tue das erst am nächsten Tag bei der Reinigung wieder abmachen, weil ich finde, die Haut wirkt dann irgendwie mattierter und beruhigter. Und das ist auch wirklich der Fall. Das ist wirklich... Ich habe so das Gefühl, ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde, aber diese Dr. Hauschka-Produkte, wenn man die auf die Haut macht, das ist wie so, hat das auf mich so eine schläfrige Wirkung. Ich habe das Gefühl, ich werde jetzt ruhiger, auch nach dieser Hautberuhigung. Ich werde jetzt irgendwie ruhig und schläfrig. Keine Ahnung warum, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich werde schläfrig bei diesen Produkten. Das ist eigentlich irgendwie so ein Entspannungspol irgendwie. Und allein für diesen Effekt auf der Haut, dass das so eine Entspannung bei mir hat, ja, würde ich das immer und immer wieder verwenden, wenn ich ehrlich bin, weil meine Haut einfach nicht aggressiv behandelt wird, sondern auch durch, dass ich diese Gesichtswaschcreme nicht wie ein Peeling verwende, wie ich das am Anfang gemacht habe, was der totale Fehler ist. Immer schön eindrücken, obwohl es total lächerlich ist. Aber es ist gut für die Haut, wenn man nicht auf ihr rumreibt, sondern ich habe gemerkt, dass die Haut dadurch weniger belastet wird, wenn man das nur so eintupft. Reicht völlig. Man braucht auch nur wenig. Auch was ein Fehler ist, zu viel davon zu benutzen. Ja, ich neige dazu, auch immer zu viel zu benutzen statt zu wenig. Ich habe jetzt mal mich arg zurückgehalten. Wie gesagt, ich komme mit diesen Probenpackungen schon 3 Wochen aus. Weniger ist immer mehr. Und falls ihr euch fragt, wo das Gesichtsöl ist, falls sich ein paar Leute mit dem Gesichtsöl schon auskennen, ich habe dieselben Probleme mit dem Gesichtsöl. Mir ist es leider zu reichhaltig und zu fettig. Und deswegen habe ich mir in der Drogerie erstmal ein anderes Gesichtsöl zugelegt, was ich zusätzlich verwende. Das ist das einzigste Produkt, was ich von einer anderen Marke verwende, und zwar von Weleda. Das Mandelöl, wohltuendes Gesichtsöl, unparfümiert. Und da ist über die Hälfte noch drin. Ich habe das auch schon recht lange. Wie gesagt, das ist Bio-Mandelöl.
Der Geruch ist neutral. Man riecht die Mandel aber. Es ist auch recht dickflüssig. Ich vermische das auch noch mit Wasser und dann die Gesichtscreme für den Tag dazu. Und es ist auch reichhaltig, aber es hinterlässt nicht wie das Dr. Hauschka Gesichtsöl so einen Film auf der Haut. Ich habe das Gefühl, das ist nicht so reichhaltig. Es verschwindet mehr, es zieht mehr in die Haut ein. Und auch dieser Tipp mit dem Wasser. Ich habe das Gefühl, wirklich, das Gesichtsöl zieht dann besser in die Haut ein. Ja, dazu, dass ich aber leider auch zu glänzender Haut neige, ist es für mich aber auch wiederum ein Problem, dass ich über den Tag verteilt sowieso nach 5 oder 6 Stunden wieder glänze. Habe ich leider keine andere Wahl, ist leider so. Das kann auch kein Präparat abschaffen. Und ich bin aber eigentlich erstmal total zufrieden. Ja, Rückführung zur Natur ist geglückt. Ich bin damit auch total zufrieden. Und wenn diese Probenpackung leer ist, hole ich mir wieder die Originalgrößen, wie ich das schon mal getan habe. Und ich vertrete Dr. Hauschka weiter. Auch wenn ich ab und an von der Wirkung nicht so überzeugt bin und sicherlich Zeiten gibt, wo es weniger funktioniert als bei manch anderen Situationen, aber ich bin an sich ein Vertreter von Dr. Hauschka. Doch, ich bleibe dabei. Okay, dann soll es das jetzt erstmal gewesen sein. Ich mache gleich noch ein zweites Video zu meinen Geburtstagsgeschenken und was ich mir in letzter Zeit so gekauft habe nach meinem Geburtstag. Das sollte jetzt nur ein Dr. Hauschka-Update werden. Und ja, ich hoffe, ihr konntet damit was anfangen. Über Anregungen und Kommentare würde ich mich freuen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Schönen Sonntag noch.